Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Dallander-Schaltung. Bei der Dallander-Schaltung ist es so, dass ein Dallander-Motor verwendet wird, bei dem die Wicklungen so aufgebaut sind, dass durch äußere Beschaltung die Polpaarzahl innerhalb des Motors verändert werden kann. Mit der Polpaarzahl verändert sich auch die Drehzahl des Motors. Die Schaltung ist also nur für spezielle Motoren geeignet, die genau darauf ausgelegt sind, entsprechend beschaltet zu werden. Auf die näheren Wicklungsmethoden dieser Motoren gehe ich hier nicht ein. Wichtig ist hier für die Installation zu erkennen, dass für die hohe Drehzahl Q4 und Q5, Q4, Q5 eingeschaltet sein müssen und für die niedrige Drehzahl nur Q3 eingeschaltet werden muss und auch nur eingeschaltet werden darf natürlich. Leicht zu erkennen ist auch, dass Q3 und Q4 niemals gleichzeitig eingeschaltet werden dürfen, denn das würde bedeuten, wenn ich die beiden Schlitze gleichzeitig einschalte, dass die Sternbrücke direkt auf die Außenleiter geschaltet wird und dabei ein Kurzschluss entsteht. Wenn Q4 und Q5 eingeschaltet sind, läuft der Motor also in der hohen Drehzahl. Das bedeutet, dass auf diese Enden 2U, 2V und 2W die drei Außenleiter L1, L2 und L3 geschaltet sind und auf die Enden 1U, 1V und 1W diese Sternbrücke geschaltet ist. In der niedrigen Drehzahl ist es tatsächlich so, dass nur drei Leitungen von außen an den Motor herangeführt werden. Das sind diese drei, die über Q3 hierher geführt werden, wie dann natürlich die drei Außenleiter L1, L2 und L3. Die werden einfach hier aufgeschaltet und diese Wicklungsenden bleiben frei. Es ist so, dass man bei der niedrigen Drehzahl diese Wicklung im Motor in eine Dreieckschaltung bringt. Das kann man hier nicht genau nachvollziehen. Da müsste man sich natürlich die Interne des Motors ansehen. Das wollen wir hier nicht tun. Es ist so, dass bei der hohen Drehzahl, wenn auch Q4 eingeschaltet ist, diese Sternbrücke da reingebracht wird und dadurch intern im Motor ein sogenannter Doppelstern entsteht. Das heißt, man spricht hier auch von einer Doppelstern-Dreieckschaltung. Die Steuerung für diese Schaltung ist recht einfach. Wir sehen hier den Steuerstromkreis, der natürlich wieder über eine Sicherung abgesichert ist. Hier sehen wir zwei Schließer, die zu diesen Motorschutzschaltern gehören. Wenn die Motorschutzschalter eingeschaltet sind und damit die Schaltung betriebsbereit ist, sind diese Schließer natürlich geschlossen. Wir sehen einen Ausschalter, mit dem der Motor wieder außer Betrieb genommen werden kann. In diesem Fall ist die Schaltung so aufgebaut, dass für das Umschalten von der hohen auf die niedrige Drehzahl bzw. umgekehrt zunächst der Ausschalter betätigt werden muss. Schauen wir uns, bevor wir die Taster betätigen, die Verriegelung an. Man erkennt hier auf ganz einfache Weise, dass Q3 die Schütze Q4 und Q5 verriegelt. Das heißt, wenn Q3 eingeschaltet ist, können Q4 und Q5 nicht in Betrieb genommen werden. Und sowohl Q4 als auch Q5 verriegeln wiederum Q3. Damit stellt man halt sicher, dass nur die Schütze gleichzeitig in Betrieb gehen können, die auch gleichzeitig in Betrieb sein dürfen. Betätigt man nun einen dieser beiden Taster aus dieser Ruhelage heraus, ich fange hier mit der niedrigen Drehzahl an, dann wird dieser Schließer geschlossen. Da aber auch dieser Kontakt zum gleichen Taster gehört, ist kurz vorher dieser Öffner aufgegangen. Das ist ja immer so bei Schaltgeräten, dass die Öffner öffnen, bevor die Schließer schließen. Also wenn ich hier betätige, geht der Kontakt auf. Damit ist dieser Teil der Steuerschaltung nicht mehr aktivierbar. Gleichzeitig schließe ich dann diesen Kontakt, wodurch der Schütz Q3 anzieht und sich über diesen Pfad selber hält. Da dieser Kontakt beide Schalter überbrückt, ist das Umschalten auf die andere Drehzahl nur möglich, indem ich vorher den Ausschalter betätige. Möchte ich also auf die hohe Drehzahl umschalten, so muss ich erst den Ausschalter betätigen, bin dann wieder in der Ruhelage dieser Schaltung. Wenn ich jetzt auf diesen Taster drücke, dann wird dieser Öffner öffnen, anschließend, damit ist dieser Teil der Steuerschaltung nicht mehr aktivierbar, dann wird dieser Schließer schließen. Es wird Q4 angesteuert, Q4
schaltet die Sternbrücke, die wird also zuerst in Betrieb genommen und unmittelbar danach wird dieser Schließer schließen und Q5 wird eingeschaltet, sodass dann die anderen Wicklungsenden an L1, L2 und L3 liegen. Das Ganze hält sich wieder selber und ist nur dadurch wieder aus dem Betrieb zu nehmen, dass ich den Ausschalter betätige. Ja, das war schon zu dieser recht einfachen Steuerschaltung. Der Landermotor an sich ist ja ein bisschen schwerer zu verstehen. Wir sehen aber, dass die Steuerschaltung doch sehr einfach ausgeführt werden kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.